Grüß Gott, ich bin Pater Augustinus von St. Ottinien. Ich begrüße euch von nah und fern ganz herzlich zum Gebet und zur Meditation. Das Thema für die heutige Meditation heißt: Die Fastenzeit ist eine Zeit der Beobachtung mit allen Sinnen. Es geht in der Fastenzeit nicht allein um etwas Äußerliches. Das äußere Tun leiblichen Dimension soll vielmehr Ausdruck und Zeichen sein von etwas Inwendigem, geistigen und seelischer Dimension. Es geht im christlichen Sinn um die Hinkehr zu Gott, zu mir und zum Nächsten. Es gibt in uns Menschen eine Sehnsucht nach Halt und Heilung und nach dem gelingenden Leben. Es liegt an uns selbst, dafür die Voraussetzungen und Räume zu schaffen. Die Fastenzeit ist eine Zeit der Beobachtung, eine Zeit des Beachtens mit allen Sinnen. Und dafür treten auch die eigene Empfindsamkeit und Empfindlichkeit stärker zum Vorschein. Die Routine des Alltags, die ja bis zu einem gewissen Grad notwendig und wichtig ist, fällt beim Fasten großenteils weg. Man wird feinfühliger und nimmt dadurch sich selbst und seine Umgebung viel besser wahr. Nutzen wir die Fastenzeit, gehen Sie diesem Gefühl auf den Grund, vielleicht ergeben sich gerade jetzt neue und praktische Lösungen. Oft fällen einfach nur klärender Gespräch, ein klarer formulierter Bitte, ein klarer Standpunkt, die Fassenzeit verhilft zur inneren Klarheit und Ordnung. Hier sind ein paar Fastentipps. Den Terminkalender frei machen und mir Zeit für mich nehmen. Dann kann ich am Abend mal zu Hause bleiben, die Füße aufs Sofa legen und hoffen, dass niemand anruft oder einfach nichts an Telefon gehen. Starte den Tag mit Positivgedanken. Ich werde diesen Tag mit Gott in der Stillen genießen, egal was meine Gefühle oder meine Umstände mir sagen. Auch Jesus verbrachten morgens Zeit mit Gott. Früher morgens aber, als es noch dunkel, ganz dunkel war, stand er auf, verließ das Haus und begab sich an einen einsamen Ort, wo er betete. Denke an die positiven Eigenschaften der Mitmenschen und von sich selbst. Ich mache Menschen, die überall etwas finden, das ihnen gefällt. Staunen schafft positive Gefühle und hilft, auch einmal den Blick von sich weg zu lenken. Auch an die Mitmenschen denken, Almosen geben. Das gehört im Christentum zur Vorbereitungszeit auf Ostern. Kranken Nachbar oder Verwandten behilflich zu sein. Bewusst essen. Das Essen mit allen Sinnen genießen.
das ich schmecke und rieche und anschauen, was ich esse und mir einfach auch Zeit dafür lasse. Zeit für einen Spaziergang und dabei komme ich zur Ruhe. Ich versuche bewusst auf die Geräusche zu hören, die in meiner Umgebung sind. Und ich schaue bewusst, was mir auf dem Weg alles begegnet. Aufmerksames Spazieren gehen, auf die Natur achten und staunen, wenn einem etwas bemerkenswert vorkommt. Das Auto mal stehen lassen, bei einem Fußmarsch oder auf dem Fahrrad kann man seine Gedanken besser schweifen lassen. Und zudem ist es gesünder. Fernsehkonsum einschränken, die Zeit am Computer reduzieren, mal wieder ein Buch lesen oder mal wieder ein Gespräch suchen. Den Haushalt ordnen, das heißt erst einmal sich von altem Ballast zu trennen, die eigene Papier durchzusehen und Geliebendes in Ruhe zu erledigen. Das schafft Luft an den Nagen hängen. Was wäre gut, wenn ich es für 40 Tage an den Nagen hängen könnte? Meine Zeit fresse, mein Leben verfülle, mein tausend wichtigen Dinge, die mich davon abhalten, auf das für mich einen notwendigen Zuschauen. Und welche Chance böte der Leerraum, ohne Ablenkung, ohne Deko, ohne Gemütlichkeit. Was könnte mir aufgehen, wenn ich auf die Sterne blicke, ihre Verheißung ahnte und meine Sehnsucht Raum gebe? Ich lade euch ein, zur Ruhe zu kommen. Nun wollen wir zusammen beten und meditieren. O Gott, komm mir zu Hilfe, Herr, eile mir zu helfen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang und jetzt in alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Wir hörten das Lied Zusammenwachsen. Zusammenwachsen, zusammenwachsen, sich näher kommen, einander trauen, den Boden spüren, den Himmel atmen und miteinander nach vorne schauen. Zusammen gehen, zusammen gehen, ein Ziel gemeinsam, so vielem Raum. Den Boden spüren, den Himmel atmen und rasten unterm Lebensbaum.
Zusammenleben, zusammenleben, die Trauer kennen und auch das Glück, den Boden spüren, den Himmel atmen, von ganzen Teilen ein kleines Stück. Zusammenwirken, zusammenwirken, das Schweigen wagen und auch das Wort. Den Boden spüren, den Himmel atmen und wissen, es ist Heimat dort. Wir sitzen aufrecht, ruhig, bewusst und offen für alles. Wer will, kann die Augen schließen. Eine Klangschale klingt. Wir hören zu. Worin liegt die Heilskraft? Bei der Klangschalle oder beim Zuhören? Lauschen macht still, das ist heilsam. Die Klangschallen geben uns die Fähigkeit, offen zu sein, und der Körper ist im Augenblick entspannt und locker für die Meditation. Wir richten unsere Wachheit auf das Hören und auf das Spüren.
Ich atme ein, dass ich einatme. Ich atme aus, dass ich ausatme. Einatmen, Gott, du in mir. Ausatmen und ich in dir. Warte auf Gottes Wirken in deinem Herzen und in deinem Leben. Wir leben in Gottes Gegenwart und legen alles in seine Hände. Gott, du in mir und ich in dir, du in mir und ich in dir.
Im Vater unser beten wir für leidende Menschen in der Welt, für unsere Angehörigen und Freunde, für den Frieden in der Welt und in uns selbst. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigen, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. So segne euch der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich danke euch für das Dabeisein. Lebe, lache, liebe und lege alle Sorgen in Gottes Hände. Zum Schluss hörten wir Orgelmusik. Ihr könnt danach gerne noch in der Stille sitzen bleiben. Gottes Segen und bleibt gesund.